Servus, der Marc vom PC Studio ist hier und bei mir ist die Bea für ein Weihnachtsspecial. Ja. Sozusagen, unser Weihnachtsspecial-Video und zwar Angel. Nee, doch, ja, Angel Bites. Ja. Ja. Passt so weihnachtlich, ne? Aber wie ein Weihnachtsengel siehst du nicht aus. Ja, wie ein Teufel, ja. Und was ist das eigentlich? Jetzt wollte ich gerne sagen, was sind das für Outfits, was ihr habt? Also Cosplay, hobbymäßig. Also wir stellen halt Charaktere nach. Ja, und was ist das? Manga zum Beispiel. Ja, gut, ja. So, außer so, ja, also interessant, die Kontakte sind schon krass, die haben sich jemand dran gewöhnt. Ich finde sie jetzt mal ein bisschen creepy. Ganz was anderes. Was bist du? Lestat, das Interview mit einem Vampir, also Classic Cosplay. Okay, da gibt es eigentlich auch die Farbe des Ganzen. Ja, yeah. Die leuchten so. Das ist mega krass. Yeah. Und das Ding hast du im Mund drin und das tut es nicht weh irgendwie? Nein, ist gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile geht es, ich kann es aber sprechen. Ist die angefasst auf dich oder? Nein, überhaupt nicht, das ist gekauft. Also man kann es anfertigen lassen beim Zahnarzt, aber es ist schweineteuer. Nee, aber ich kenne es vom Boxen, die machst du heiß mit heißem Wasser, tust sie rein, dann passen sie ein bisschen anders. Also ja, das ist polymorph, ist das. Okay, das schmeckt es ja. Das haftet auf die eigenen Zähne. Gut, und die Kontakte sind vielleicht nicht, wenn wir da Zeit? Es geht. Also so nach 10 Stunden tut es weh, aber sonst spürt man es nicht. Ganz so wie normal eigentlich, von der Farbe abhalten. Was tut man nicht alles für Cosplay. Ja, die lernen immer, ja. Cool, interessant. Kennt ihr die Nanako Onoma? Sagt euch die was? Eine ganz bekannte Cosplayerin auf TikTok und Instagram mit ein paar tausend Abos. Kunden von uns. Aber die ist in letzter Zeit seit Corona macht sie relativ viel Pause. Ach so. Aber die ist wirklich so eine ganz bekannte Cosplayerin, aber ja. Hat immer so ein Kätzchen-Look und alle möglichen Blödsinn. Ich blick da nicht durch, was da der mit ist. Kompliziert, ja. Ist kompliziert, genau. Also wenn man nicht reden, ist es kompliziert. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es sehr cool. Also du bist nicht der Weihnachtsvampir quasi. Weil das hätte ja der blaue Weihnachtsvampir sein können. Ja, fürs Video ist es ein Weihnachtsvampir. Das passt, gefällt mir besser. Ja, ein Weihnachtsmann hier. So, ja, Spaß beiseite. Gut, wir haben angezeigt. Ach ja, was machen wir? Angel Bites. Angezählt haben wir es. Ja. Soweit alles für dich am Start. Ja. Keine Fragen mehr. Ich darf meines Amtes walten und umdrehen. Ja. Willst du den Spiegel in der Hand halten oder willst du den weglegen? Nein, dann würde ich weglegen. Passt, genau. Wenn nicht, dass du noch einen Kopf brauchst. So, wir machen erst 1, dann 2. Ja. Dann 3, dann 4, dann steht das Kiste vor der Tür. Ne? Also, dann werden nur 2, keine 1. So, woher kennst du uns durch? YouTube. Ehe, hast du meine Videos nie gesehen? Ja, natürlich. Ich hatte mal so Kontaktlinsen mir malen lassen. Das war damals, ich war glaube ich der erste Mensch, der das hatte. Da gab es den Film The Wolf mit Jack Nicholson. Den kenne ich sogar nicht. So. Und ich habe diese Kontakt, es war so in den 90er Jahren. Ich habe die Kontaktlinsen in der Realschule. Und habe die Kontaktlinsen gesehen und habe gesagt, ich brauche diese Kontaktlinsen. Diese gelben Augen. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, na, die muss ich haben. Und dann gibt keine Ahnung, gab's nicht. Heute kaufst du die um 20 Euro irgendwie genau, in der Ecke. Gab's nichts hin und her. Und dann habe ich dann nach zig Dingen einen gefunden. Ein Optiker, der hat dann über London, gab es einen, der hat die gemalt. Und das war auch die Firma, die das für den Wolf gemalt hat. Die wurden also handgemalt und hin und her. Und ich habe dann meinen Vater belatscht, dass er mir die Dinger kauft. Das waren damals 800 Mark, also 400 Euro. Wow. Klar, Handarbeit, war brutal. Ja, und mein Hocker. Habe ich die Linse also gehabt, denn die waren noch riesengroß, die haben das ganze Auge abgedeckt. Ne? Dann habe ich die in der Schule drin gehabt, dann gab es erstmal Ärger mit dem Rektor mit allen, da habe ich eine Klatsche gehabt. Und was mit mir nicht stimmt. Und dann waren die auch so unangenehm, die konnte ich glaube ich, ich weiß nicht mal, ich habe es versucht, aber echt, ich glaube eine Stunde ging nicht mal. Also eine Stunde war echt so brutal, also hat dem alles wehgetan. Da die waren handgemalt, waren urdick und boah, riesengroß und boah. Also mit anderen Worten, das waren die geilst, schlechtesten investierten 400, 800 Mark, die man sich vorstellen kann, weil die lagen dann halt in der ewig lang in dieser Box und haben sich dann auch nach 5 Jahren, glaube ich, aufgelöst. Ja, weil vorbei. Also so viel zum Thema. Aber ich war, glaube ich, wirklich einer der allerersten, der so einen Wahnsinn gemacht hat. Und seitdem habe ich immer so eine Assoziation und denke, oh, das ist so unangenehm gewesen, dann traue ich mich nicht. Ich muss echt mal wieder probieren, wie die neuen Sachen sind, ob die. Ich vermute, dass das viel, viel angenehmer ist. Wie war's? Ich habe nur ein Pieksen gespürt, aber hat nicht wehgetan. Gut. Dann machen wir weiter. Aber das baust geil aus, das ist krass, das Flash nehme ich voll. Aber das Schwarz ist auch größer in der Mitte, ne?
das ist alles Bildschirm. Das sind eigentlich die. Das ist eine Pupille, oder? Ja, genau. Nur der Rand drumherum. Ja, aber der Rand, glaube ich, macht das so normal. Ja. Ja, aber nur krass, ne? Silberne ja, aber die Silbernen passen nicht so. Zu dem Outfit jetzt? Genau. Aber die sind ohne Stärke, die hast du nur zu. Ohne Stärke, genau. Aber was mit denen, wenn du die jetzt einmal drin hast, musst du die dann wegschmeißen oder sind die, kann man die so 10 Mal verwenden? Ja, verwenden, wenn man es regelmäßig pflegt. Okay, cool. Also Kontaktlinsen muss ich halt nicht sagen. So. Das tut mir ja weh. Wir können das wieder machen lassen mit meinem Logo drin. Ja, oder mein Gesicht. Wir könnten mein Gesicht ganz klein reinbranden lassen. Das ist von hinten. Dann hätte ich mein Gesicht in meinem Gesicht. Das wäre auch cool. Oder Dollar zeigen. Ich sehe schon wieder. Ich muss mir wieder hier bestellen. Wir werden immer ein Video machen, wo ich ganz verrückte Kontaktlinsen trage. Fasching und der Spielball am 11. Ja, der hört irgendwie nie auf. Fasching, Halloween und dann kommt fürs nächste. Geht ihr auch dann auf so Festivals? Also so Fasching und nee, so Cosplay-Zeugs. Achso, so. Conventions, ja. Wir waren ja auf der, also ich war auf der Vienna Comic Con und auf der Comic Con. Aber die gab es doch gar nicht mehr dieses Jahr, oder? Doch, die gibt es. Also hat es schon mal gegeben. Weil ich war damals auch, wo ich den Aber gewonnen habe, da war ich auch da mit dem Stand und allem. Das war 2019 noch. Und ich glaube, gab es jetzt 2020 und 2021? 2020 und 2021 haben das nicht gemacht. Und dieses Jahr gab es Ende? Ja, und vorher so. Aber ich habe nicht organisiert. Aber euch gefällt einfach jetzt so rumzuspringen quasi. Ja. Yeah. Also das. Oder verbindet ihr da irgendwie eine Charaktere damit? Oder oder sagt, mach es einfach, weil ich das Outfit cool finde. Also ich mag es nicht nur, weil mir das Outfit gefällt, aber weil mir der Charakter so gefällt und ich mit dem identifiziere, also weil der Film dazu mir passt. Okay, cool. Also ich so spezielle Charaktere aus, also okay. Jeden beliebigen. Also du wirst nicht jeden beliebigen nehmen, der irgendwie... Der was zu mir passt, genau. Cool, interessant, spannend. Gerne. Wo ist denn der Spiegel hin? Ah, da brauchen wir einen Kleenex für irgendwas. Ja, wasserfeste Schminke wäre natürlich bei sowas nicht schlecht, aber hast du es auch so überlebt. Leider habe ich die ein bisschen abschminken müssen, weil eben... Ich habe eh noch Make-up mit, also jetzt schaue ich nicht mehr drüber. Doch, du könntest es also aussparend machen, ja. Ja, es ist egal, es sieht schon finster gleich. Sieht ihr keiner mehr? Ich habe schon Fotos und Videos gemacht. Cool. Fällt's da? Sieht mega aus. Und wie gesagt, mir gefällt es auch. Das ist cool. Die Stäbe sind dann... Ein bisschen lang, oder? Kann man die, dann immer die Stäbe sind ein bisschen lang und was die auch oft machen, also die sind zu lang absichtlich, weil du ja eben Schwellungen kriegen wirst und wenn die jetzt zu kurz machen will, dann wirst du an Weihnachten wirst die ja die Tür trommeln und dann wird da keiner aufmachen. Was auch typisch ist, ist zum Beispiel, das ist mir noch ganz schnell erklären, auch für dich, guck mal kurz in den Spiegel. Wenn du schaust, wir haben natürlich die Zähne hier, links und rechts und die sind oft anders. Du hast hier den Zahn ein bisschen vor, den hinten. Und natürlich entsprechend, je nachdem wie du auch das hochziehst, bewegen sich die Stäbe auch immer ein bisschen individuell. Und das heißt, kann es mal ein bisschen so aussehen oder ein bisschen nach unten drücken. Ja, ja. Gerade wenn ich sie nach hinten schiebe, fällt es stark auf. Später, wenn sie gekürzt sind, liegen die eng an, dann werden die Zähne es nicht mehr so beeinflussen. Am Anfang merkt man das schon. Ja. Ich finde es cool, mir getaugt. Hofft ihr auch? Ja, voll. Dann haben wir es geschafft. Cool. Und? Das ist nach 6 Wochen? Nein, nach 3. Weil du wirst mit dem, du wirst verrückt. Also, du musst mir auch aufpassen beim Essen, dass die nicht unter die Schneidezähne rutschen. Beim Essen würde ich sie wirklich rausdrücken. Ganz stark ist sie wirklich ganz weit rausstehen, weil sonst beißt du dir da fetzenmäßig drauf und es tut brutal weh, weil dann reißt sie da mit Gewalt runter. Ich erkläre dir mal die Pflege. Ja. Wir brauchen eigentlich 3 Produkte. Und zwar die Mundspülung, den Mundspray. Und wenn du rauchst, auch sogar den noch. Also, ich erkläre mal, wie wir starten. Generell sollte man sich die, oder zieht man nicht ein. Das ist ja blöd. So, also generell solltest du zuerst die Hände waschen und desinfizieren. Ist klar. Dann würde ich mir die Zähne gründlich putzen, elektrisch manuell mit deiner Lieblingszahnpasta oder auch nicht, ganz egal. Wenn die Zähne geputzt sind, nimmst du die Mundspülung. Da ist ein Messbecher dabei, da reichen 10 ml. Und diese 10 ml findest du einfach eine Minute lang, spülst du den Mund, ausspucken und fertig. Nicht gleich hinterher was trinken, den Rückstand auf deinem Mund rausbrennen. So. Dann, nach allem, was du die ersten 2 Mal am Tag unbedingt, morgens und abends. Nachdem du es jetzt gespült und die Zähne geputzt hast, nimmst du Spray und Gel. Wir brauchen den äußeren Bereich auch. Im äußeren Bereich sprühst du dir einfach 2-3 Mal mit dem Spray drauf, lässt es kurz einwirken, so 30 Sekunden. Nimm dann eine Küchenrolle. Die Küchenrolle machst du feucht.
und putzt einfach kreisrund das Piercing sauber. Okay. Küchenrolle deswegen, weil sie nicht fusselt. Wattestäbchen, Klopapier und Co. Fusseln. Fusseln können in Stichkern kommen und dann entzündet sich das Ganze lieber. Da kommt das Gel drauf, Tropfen davon, links und rechts drauf und bewegt die Piercings vor und zurück. Einfach hin und her schieben, dass das Gel in Stichkern kommt. Das heißt, diese Produkte sind für außen, für Desinfektion der äußeren Haut und Mundblur für die Muschel. Okay, soweit Fragen? Also muss man das dann auch nur außen machen? Ja, bitte, das kommt nicht in den Mund rein. Ja, jetzt ran, das spürst du ja nicht schlimm, aber das wäre blöd. Also das kommt nur außen und die Mundspülung ist im Mund. Okay. So ist es. Ende. Rauchst du? Ja. Viel stark? Oder, also wenn jemand wirklich raucht, ich sage nur so, ich versuche immer nicht zu rauchen. Es gibt so einen Mundspray, den kann man sich einstecken und dabei haben. Eben mit der Mundschleimhaut ist da echt entscheidend, wenn du rauchst, ist immer die Gefahr mit der Infektion, würde ich mir einfach viel sprühen. Das heißt, für den Raucher empfehle ich, nimm dir den Mundspray mit, mach alles, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, außer du trinkst Wasser, aber sonst Kaffee, Red Bull, Co. Okay. Einfach sprühen. Mhm. Bei Nichtrauchern braucht man es teilweise nicht, aber für den Raucher wäre es schon nicht schlimm. Ja, dann nehme ich es. Ansonsten sehen wir uns in 3 Wochen, oder mich oder die Lara, dann wechseln wir das aus, kürzere Stecker oder schwarze Stecker oder keine Ahnung, oder Spikes oder was dir halt so vorschwebt, dann tauschen wir das aus. Was? Noch Fragen? Na, alles klar. Super, hat mich gefreut. Ich dann wünsche ich euch schöne Weihnachten. Danke. Noch ein frohes Cosplay und wir sehen uns mal hier an euch. Danke fürs Zuschauen. Servus, Merry Christmas. Sagt ihr auch noch was? Kommt mal, wenn wir nächstes Mal das anfangen. Tschüss. So.